Wie kann man denn jetzt hier noch mal? Werkbänke. Schmiedewerkbank hätte ich gerne. Hier ist das Geldbogen, Alchemiewerkbank. Sehr wohl, ich werde sofort ein paar Burschen losschicken, die eine Werkbank anliefern. Ihr werdet sie dann in der Scheune im Hof finden. 318 haben wir jetzt gerade. Sehr wohl, ich werde sofort... Nahe der Treppe. Ah, da. Ja, 50 jeweils. Haben wir jetzt 100 Dukaten verloren. Ah, guck mal. Ihr seht doch, was ich da tun habe. Da kommen sie gerade schon. Kann man auch sehen, wie die das aufbauen. Aber ich meine... Ja, gut, das ging ja schnell. Wenn es da schon mal die Möglichkeit gibt, dass es... Dass man sich das Zeug hier anliefern lassen kann. Schritt für Schritt. Dann sollte es ja auch irgendwie... wie heißt denn das Wort? Sich rentieren können irgendwie. Also, dass es auch den gescheiten Nutzen haben. Sodass man das halt sich leisten kann und so, dass es halt sich lohnt und irgendwie sinnvoll ist, sich das zu kaufen. Wir haben das mal gemacht, weil es sonst wieder einiges an Laufwegen gibt. Wo ist denn die Kladdis schon wieder? Ich will die wieder mitnehmen. Gladys. Gladys. Gladys, wo bist du? Ich warte auf dich. Gladys. Die Gladys. Ah, oh, die Gladys, wo bist du denn schon wieder? Ich möchte, dass du in meine Truppe kommst. Oder hältst du dich etwa mit dem Drano? Ach, wie süß. Guten Tag. Oh, was gibt's denn? Komm mit. Wir müssen auf Abenteuer gehen. So. Dann haben wir das hier mal wieder erledigt. Und können auch wieder ein paar Sachen einlagern gehen. Sind jetzt halt wahrscheinlich wieder 2, 3 Organisationsfolgen. Aber so ist das halt in einem Rollenspiel. Und vor allem, wenn man gerade nach einer langen, langen und anstrengenden Reise nach Hause kommt. Oh, das ist gut. Da können wir nämlich die paar Schriftstücke, die wir gefunden haben, reinhauen. Gibt wieder einiges an Inventarplätzen für die nächste Gegend, in die wir reinmarschieren werden. Du hast hier auch noch was. Wie hieß der jetzt? Jafgur. Aha. Ich mach das schon. Ich nehme die Sache in die Hand. Schon geschehen. So, da sollen die anderen mal herkommen. Hier haben wir einiges an Waffen. Anderthalb Hände ist 2 Handschwerter. Und Kriegshammer ist 2 Handhiebwaffe, aber das haben wir ja schon, so einen. Das heißt, den einen können wir eigentlich verkaufen. Und den Rapier kann man eigentlich auch verkaufen, oder? Skraja ist eine Hiebwaffe, das kann auch weg. Breitschwert Hügelbold ist ein Schwert. Da haben wir ja aber Schneid bekommen. Mit 1W plus 4. 1W plus 4, aber das hat
Warte, das hat 0 minus 1. 0 minus 1, 1,1. 1,0. Schneidet es auf jeden Fall besser, vor allem noch mit diesem Effekt. Schwere Armbrust kommt da noch rein. Brabackbengel. Ich weiß nicht, ob wir den noch mitnehmen, falls das mit dem einen Zweihänder von Vorkrim doch nicht so geil ist, was wir da vorhaben. Ich glaube, das machen wir mal, aber hier kommen die ganzen Pfeile und so. Das kann alles weg. Das brauchen wir ja nicht. Wir haben ja keinen Bogenschützen dabei. Hast du... Nee, Wurfdolche, die kriegt Kladdis. Hier, Giftpfeile, Bolzen, Pfeil, Pfeil. Rüstungstruhen haben wir nicht, oder? Ich meine, Kettenhelm kann man auch verkaufen, der ist ja nicht so geil. Aha, eine WhatsApp-Nachricht, das ist ja interessant. Hast du noch irgendwelche Waffen? Horadischer Kampfstab, ja komm. Kurzbogen haben wir da auch. Und du, Pfeil, Pfeil, Bolzen, Pfeil. Du hast so viele verschiedene Wurfsachen. Behalt die alle mal. Amazone voraus. Regal, hier sind Schmiedesachen. Drachenblut, Alchemie. Du hast davon gar nichts. Du hast hier koscher Stahl. Kohle, Ulmenholz ist dabei. Aber gut, es sind auch Sehnen, Bogenbau und so dabei. Stahl, das ist alles mögliche Handwerkszeug. Also hier Ulmenholz, Stahl. Edelsteine, Blattgold. Gute Entscheidung. Lederbänder, Ulmenholz, Pfeilspitzen, Bolzenspitzen, Sehnen, Kohle, Sandstein, Lederbänder. Na klar. Eibenholz. Pfeilspitzen, Gänsefedern, Metallteile, Armbrust, ja komm. Ja, da haben wir noch ein paar. Diamantstaub, Alchemie, was ist hier mit Edelsteine? Waffen, Blattgold, Waffen. Na okay. Das war's. Amazone vor. Los! Ich nehme die Sache in die Hand. So, dann kommen die da mal her. Hier, Alchemie. Drachenblut. Einbeeren. Hauen wir da erstmal alles rein. Holen wir dann nachher raus, wenn wir alles abgelegt haben hier. Ein Händler in dem Haus wäre natürlich noch perfekt, der von allem etwas hat. Und vor allem, die wir die ganzen Sachen dann auch andrehen können. Aber das wäre auch etwas zu viel verlangt. Wir haben ja auch direkt vor der Haustür ein paar Händler, die Sachen ankaufen. Von dem her. Alkohol, Belmarblatt. Gute Entscheidung. Du hast Konchines, 62 Einbeeren, Giftzähne, Quellwasser, Apfel. Wundpulver? Nein. Belmatblatt, Würselkraut. Und von dir kommen noch Zwiedestillat, Diamantstaub, Quellwasser dazu. Alle mal hergehört. Ach, das war ja der gleiche. Das sind eben so diese großen Doppelschränke da. Hast du was zu trinken? Nein, hast du was zu trinken? Ich hab Durst. Ja, Pferdekor, Bull, Goldmontier. Du hast auch nochmal Pferdekor. Na klar.
Du hast nichts hier. Wo bleiben die denn alle? Fallen. Die haben ja schon alle verkauft. Muss ich hier gar nicht nachschauen. In diesen Säcken ist nichts. Da kommen sie jetzt langsam. Jetzt, wo man sie nicht mehr braucht. Super. Dann, was brauchen wir denn für Einbeerensaft? Quellwasser und Einbeeren. Für Heiltrank, Würsekraut, Zwiedersilat und Einbeeren. Für Zaubertrank, Alraunenpulver, Diamantstaub, Zwiedersilat und Belmarnblatt. Oh Gott, oh Gott. Am besten einfach alles mitnehmen, oder? Hier, nimm du mal Würsekraut, Quellwasser, Belmarnblatt, Alraunenpulver, Apfel, altes Brötchen. Nüsse, Einbeeren, Quellwasser hast du ja schon was, Zwiedersilat, Diamantstaub. Ardus Heldenfrühstück fehlen alte Brötchen. Da kann man aber nachhelfen, dass eins hier, du hast keins, aber komm mal, hier kommt glattes. Das noch geschwind darüber und ein bisschen. Nein, das ist ja nicht das gleiche, schade. Wundpulver. Ja, ein bisschen sortieren. Alles auf die erste Seite. Alles klar. Du hattest doch hier alte Brötchen, genau. Ups. Wurfdolche, Wurfmesser. Oh, du hast drei Bärenfallen. Na, die können wir hier noch geschwind reinpacken. So. Dann zeig mal. Gulmontee brauchen wir nicht. Wundpulver brauchen wir nicht. Zaubertrank. Hammer was. Heiltrank. Zwiedestillat. 3 Stück und 5 Stück. Oha. Ist die Frage, machen wir Heiltränke oder Zaubertränke? Vielleicht 1-1? Einbeerensaft. Ah, das Heldenfrühstück. Vielleicht kann man ja irgendwann später noch ein bisschen Zwiedersilat und sowas kaufen bei den Händlern. Müssen wir mal schauen, wenn wir an denen vorbeikommen. Auf jeden Fall Ardus Heldenfrühstück. Erhöht die Ausdauer für 2 Minuten um 5. Vom schwierigen Kampf kann man das echt mal machen. Einbeerensäfte. Nee, machen wir erstmal hier Zaubertrank. Einen. Und einen Heiltrank. Oder wir haben ja noch Heiltränke eigentlich. Ich mache hier noch einen Zaubertrank. Aber es. Einbeeren, Zwiedersilat, Würselkraut. Zwiedersilat ist aber teuer, ne? Glaube ich. Können jetzt 6 Einbeerensäfte machen oder einfach ein paar Heiltränke? Machen wir 4 Einbeerensäfte. Und dann schauen wir mal, ob wir Würselkraut, nicht Würselkraut, Zwiedersilat kriegen. Und verarbeiten die restlichen Einbeeren damit dann zu Heiltränken. So ist auch gut. So, dann können wir jetzt ja hier eigentlich wieder gehen. Ich speichere nochmal kurz. Ja, ja, speichern. Und wir gehen nochmal raus. Und vor der Tür müsste doch auch so eine Händlerin sein, gell, für Kräuter und sowas. Ich bezweifle zwar, dass sie, nicht Würselkraut, wie heißt es nochmal, Zwiedersilat, genau, dass sie Zwiedersilat dabei hat, aber man kann ja mal geschwind vorbeischauen. Und außerdem kann man dann kurz die ganzen Waffen, die wir, und anderes Zeug, was wir jetzt noch dabei haben, an sie verkaufen und ihr andrehen. Damit unser Inventar nicht immer so zugemüllt wird und wir natürlich Geld bekommen, damit wir unser Zwiedersilat leisten können und so weiter und so fort. Ein Teufelskreis. Welche war das denn? Die hier, gell?
Hier, Kräuterfrau Ackerbold. Tretet näher. Ja, zeig mal. Erstmal verkaufen wir. Und zwar, wir verkaufen rostige Nägel. Fellfetzen. Kriegshammer, Holzschuhe behältst du erstmal. Und den Prabak-Bengel auch. Du hast Wildschweinfelle. Kurzbogen, Kettenhelm, Fellfetzen, Rapier und Skraja. Und du hast nichts. Was hast du denn jetzt noch? Finage. Gift von Salbenfett, Quellwasser, Würsel, einwehren. Alraunenpulver, Conchines, Gourmandé, Heiltrank. 5 Dukaten. Boah, Alter, das. Rezept Heilsalbe. Fünf Dukaten für einen Heiltrank, ey, sich damit irgendwie einzudecken, das kostet aber sau viel, ne? Aber nehmen wir mal mit. Wer weiß, ob man es mal gebrauchen kann. Und jetzt gehen wir in die Grafenstadt. Dazu muss ich hier lang, ne? Genau. Denn wir wollen ja noch dem Grafen oder Baron? Ja, wahrscheinlich dem Graf, weil sonst würde es Baronenstadt heißen. Dem Grafen einen Besuch abstatten und ihm sagen, wie es um Kassan Wagnitz steht. Vielleicht kann man ja der einen Frau da ja auch einen Bericht erstatten wegen den Handelshäusern. Dass wir uns da immer schön fleißig bemühen. Naja, Niceback-Händler, du hast. Mit Sicherheit keinerlei Alchemie-Sachen. Aber wenn wir schon mal da sind, ne? Stört ja niemals irgendjemanden. Da kann man es ja mal probieren. Gut. Was haben wir denn hier? Ulmenholz und Holzleim. Naja. Taschendiebstahl haben wir bei den meisten ja eh schon gemacht. Oh, ich bin auf der falschen Seite vom Stand. Meh, ich kann es auch nicht sehen. Ja, ich helfe dir ja schon mit diesem Zwerg. Ich kann ja bald ins Zwergenviertel. Was kann ich für euch tun? Handwerkerin Fingersplint. Ist sie da schon immer gewesen? Komme irgendwie nicht bekannt vor. Auf jeden Fall haben wir schon einige Sachen an sie verkauft, so wie es aussieht. Vor allem Kultistendolche, ist ja klar.